Hi, hier ist die Viri mit Viris Vision Quest. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Legung hier auf meinem Kanal. Ein zeitloses Auswahlorakel ist das, wo du hier aus vier Botschaften wählen kannst. Thema Du und die Liebe. Für den einen, der in einer Beziehung ist, du und dein Herzensmensch. Also in einer Liebesbeziehung, in irgendeiner Form, ja, das kann auch jede Beziehung sein, an die du jetzt denkst. Vielleicht schaust du auch herein, wenn du hier, ich sag mal, ohne Verbindung, ohne Beziehung bist und vielleicht findest du aber auch hier Hinweise für dich, warum vielleicht eine Beziehung gescheitert ist, dass du hier Impulse eben findest, die für dich das Thema Du und die Liebe näher beleuchten. Hier in der Infobox unterhalb des Videos findet ihr ja neben den Zeitstempeln und der Info über mich auch weitere Videos, die ich gemacht habe zum Thema Liebe. Ja, und wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, nun aus vier Stapeln auszuwählen. Spür rein, wo du dich hingezogen fühlst. Wenn es mehr als ein Stapel ist, ist das auch ganz in Ordnung. Es gilt immer hier reinzuspüren, wo du mitschwingst, welche Impulse eben dich inspirieren, wo du in Resonanz gehst. Ja, und danke an alle, die dabei sind und gerne könnt ihr ein Like hier lassen, ein Abo oder auch einen Kommentar. Ich freue mich über Rückmeldungen. Ja, und nun schauen wir Botschaft 1, du und die Liebe mit dem Karneolherz. Und aus dem I Ching Hexagramm 54, hier heißt es die junge Braut. Stapel 2 mit dem Labradorit Herz. Hexagramm 61. Hier heißt es The Present Moment. Ja, das sind hier Bezeichnung, die man sich hier für dieses Deck eben ausgedacht hat. Im Original lautet das dann meist ein bisschen anders. Das erzähle ich dann bei dem jeweiligen Stapel. Stapel 3, du und die Liebe mit diesem schönen Bergkristallherz und 28 Hexagramm unter Druck. Und Stapel 4, du und die Liebe mit dem Rosenquarzherz. Hexagramm 23. The wear and tear of time heißt es hier. Ja, so dieses wear and tear, das Kommen und Gehen der Zeiten. Ja, du und die Liebe, wir treffen uns bei deinen Botschaften. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen, Stapel 1, zu deinen Botschaften. Du und die Liebe, du und dein Herzensmensch. Du hast dich entschieden für dieses Bild, begleitet von diesem dunklen Karneolherz. Für dich Stapel 1, du und die Liebe, aus dem I Ching eine weitere Botschaft, die Familie. Und du bekommst, das sind immer so die Pole,
ist hier na, unbewusst und hier Insight, also Einblick. Und Awakening gegenüber dem Unterdrückten. Ja, die junge Braut in der Übersetzung das heiratende Mädchen beziehungsweise das Untergeordnete. Ja, das kann jetzt hier für dich Stapel 1 sein, dass es tatsächlich um die Entscheidung geht, dich mit deinem Herzensmensch zu, ich sag mal ja, verheiraten, die junge Braut und also hier in eine Familie einzuheiraten. Und da kommt dann das Thema mit dem Untergeordneten hier raus. Es geht also dann darum, welche Rolle man in dieser Gemeinschaft, in dieser Familie einnimmt. Und da ist es am Anfang gut, sich erstmal passiv zu verhalten, ja. Wenn das so nicht für dich zutrifft, dann geht es einfach darum, dass du in deiner Herzensverbindung nicht als die, als der Mensch erkannt wird, wirst, der du wirklich bist, ja. Dass dein Partner dich nicht so sieht, wie du wirklich bist. So oder so ist es keine Zeit hier, den Versuch zu unternehmen, hier einem anderen eine Lösung aufzwingen zu wollen. Das ist eine Übergangszeit, vielleicht ja auch schon auch eine Krisenzeit, die es hier zu überwinden gilt, zu meistern gilt. Für dich ist die Frage, was ist ja dein langfristiges Ideal? Wie stellst du dir Beziehung, Verbindung vor? Welche Rolle spielt das Thema ja, Familie für dich, das Thema Herkunft, das Thema Wurzeln? Ja, wir haben ja hier alle Nationalitäten beziehungsweise alle Arten von Menschen auch vertreten. Vielleicht geht es für dich darum, dass dein Partner aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt, zum Beispiel, ja. Ja, was verbindet dich mit dem Thema Familie? Welche Rolle kannst du dort einnehmen? Stütze dich immer auf die bleibenden, auf die soliden Aspekte deiner Verbindung, ja. Die Aufgabe ist, dass du dir eben klar darüber wirst, wie du dir Beziehung vorstellst, ja, dein langfristiges Ideal. Und diese I Ching-Karte, diese Botschaft sagt dir auch, du bekommst eben diese Klarheit. Ja, jede Familie, jede Gemeinschaft hat ihre Strukturen. Hüte dich, hier in irgendwelche Rollenkonflikte reinzugehen. Ja, frage dich, ob das deinen natürlichen Anlagen, deinem Wesen entspricht. Wenn du dich hier einlässt, welche Pflichten, Verpflichtungen entstehen hier auch für dich? Lass dir hier nichts aufbürden, ja. Wichtig ist eben, wer bist du wirklich, und dass du dich hier nicht aufgrund deiner Liebesgefühle eben selbst verleugnest. Ganz wichtig, verlasse dich hier auf deinen Instinkt. Du bekommst hier Insight, heißt es, Einblick und auch das Erwachen. Ja, du siehst oder erkennst das Thema vielleicht schon vor dieser Legung ganz gut. Und da hast du die Fähigkeit, bekommst die Fähigkeit, dich
ja, hier Einblick zu bekommen und damit auch Verständnis zu bekommen. Und jede sieht eben auch eine Situation ganz anders, ja. Für dich, wenn du hier von außen eben dazukommst, natürlich ganz anders als dein Partner, der in diese Familie ist, ja, oder auch umgekehrt. Das hilft dir, intuitiv zu erfassen, um was es eben wirklich geht. Also deine Wahrnehmung ist hier auch dann hier mit dem Awakening natürlich ganz stark sensibilisiert. Du nimmst dich, deine Beziehung, das, was alles dazugehört, eben kannst du jetzt ganz neu wahrnehmen, dich auch als Teil des Ganzen wahrnehmen. Es ist, wenn es keine Konfliktphase ist, auf jeden Fall schon eine, ja, unsichere Phase. Deine Liebesbeziehung ist hier im Wandel. Es gilt, das bisherige einzuschätzen, vielleicht auch neu einzuschätzen, neu einzuwerten und mit dieser klarer werdenden Zielsetzung, mit der Entwicklung deines langfristigen Ideals, dich dann auf die Zukunft zu konzentrieren, zu fokussieren, auch wenn dann noch jetzt natürlich nicht genau klar ist, wie es aus dem Konkord herausgeht. Ja, lass dich nicht verbiegen. Ja, füge dich durchaus ein, aber ordne dich eben nicht unter. Du hast alle Voraussetzungen, diese Phase zu meistern. Bleibe wirklich bei dir selbst. Konzentriere dich darauf, wer du wirklich bist. Lass dir auch, ja, nichts überstülpen, lass dir nichts einreden von deinem Partner und ja, ich sag mal dem, was alles dazugehört. Und stütze dich, wie gesagt, immer auf die bleibenden Aspekte deiner Beziehung und versuche hier nichts zu erzwingen. Aber wie gesagt, verbiege dich auch nicht, verstelle dich nicht, sei du selbst hier ganz aufrecht auch, ja, du hast die Karten so bekommen, anstatt eben dieses unbewusste Wirrwarr. Ja, du bekommst hier ja, den Durchblick, ja, erkennst diese Strukturen und es geht natürlich für dich auf jeden Fall um das Thema, wie willst du in Zukunft in eine Gemeinschaft leben, in eine Familie. Wie gesagt, es geht hier schon um einen größeren Rahmen und wie gesagt auch durchaus hier mit großen kulturellen Unterschieden. Ja, aber wir sind alle eine Menschenfamilie und ich bin hier sehr gespannt, Stapel 1, wo dich dein Weg in der Liebe hinführen wird. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute auf deinem Weg und ja, freue mich, wenn dir meine Legung gefallen hat. Lass gerne ein Like da, ein Abo, einen Kommentar und schau gerne auch mal in andere Videos von mir rein. Ja, würde mich sehr freuen, dich wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne denke ich an dich und wünsche dir was. Bis bald. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen, Stapel 2, zu deinen Botschaften, du und die Liebe, du und dein Herzensmensch, ja, du und deine Herzensverbindung. Jetzt im Moment, vielleicht auch geht es um eine vergangene Beziehung, aus der du auch jetzt noch etwas lernen kannst, oder vielleicht liegt die Trennung noch nicht so weit zurück, wer weiß. Ja, du hast dich für das Hexagramm 61 entschieden, begleitet von dem Labradorit-Herz.
Ja, Stapel 2. Du bekommst eine weitere Karte aus dem I Ching. Hui. Das ja, the arousing, das Entfachen. Wow, Hexagramm 51. Ja, diese Bezeichnungen sind nicht die Originalbezeichnungen. Du bekommst weiterhin, du bekommst hier gelangweilt und das sind immer bei diesen Karten so die beiden Pole. Hier liegt das Exciting. Und du bekommst, ja, unreliable, unzuverlässig. Gegenüber, ja, verantwortlich. Was ist los bei dir, Stapel 2? Diese Karte, die hier heißt, die Gegenwart, heißt in der Übersetzung des Originals Einsicht und innere Wahrheit. Ich glaube, Stapel 2, dass du davonläufst und das gut tarnst, gut versteckst. Du gibst dich dann vielleicht gelangweilt, aber ich glaube, es geht darum, dass du nicht in deiner Beziehung den nächsten Schritt machst. Und das eben verbirgst hinter diesem scheinbaren Gelangweiltsein, weil es geht hier unbedingt darum, um die Vertiefung einer Beziehung, um die Vertiefung deiner Liebesbeziehung, ja, dass du unter die Oberfläche gehst. Dass du bereit bist, dich hier intensive mit deinem Herzensmensch zu verbinden. Ja, eine ehrliche Beziehung zu führen. Interessant, dass der Labradorit dabei ist, den ich gerne den Stein der Wahrheit nenne. Es geht darum, dass du hier dich entfachen lässt. Entfachung ist Erschütterung, heißt es in der Übersetzung des Originals. Das kann dann schon sein, dass du erst angestoßen wirst durch ein unvorhergesehenes Ereignis, das dich dann in Bewegung bringt, ja, diese Bereitschaft entfacht, hier eben unter die Oberfläche zu gehen, dich ja anregen zu lassen. Hier, es ist hier überall Bewegung, Feuer drin, ja, und du, wie gesagt, versteckst das, weil du dich, meine ich, nicht traust. Traue dich ja, deine Liebeskraft, das, was zwischen euch ist, ja intensiv zu erfahren, auch auf das Risiko hin, dass es dann nicht weitergeht. Ich denke, es ist hier eine frische Beziehung, ja, vielleicht keine, die schon sehr lange besteht, obwohl auch da geht es darum, aus diesem dann aus dem Trott herauszukommen. Für dich geht es in der Liebe darum, ja, so auf das nächste Level zu kommen, ja. Und schau hier ganz sehr auf dich. Habe eine offene Haltung. So kannst du Situationen durchdringen. Du kannst Einsichten gewinnen, die du vielleicht bisher nicht hattest. Hier heißt es sogar dramatische Power Shifts, also dass das wirklich plötzlich ist. Es erinnert ja auch ein bisschen an den Turm im Tarot.
dass etwas Unvorhergesehenes passiert. So ein, du musst hier mal wach gerüttelt werden, ja, erschüttert werden, um aufzuwachen, ja, um excited zu sein, um hier ja auch Verantwortung zu übernehmen, ja, nicht hier an der Oberfläche rumspielen. Nutze die Synergie der Kräfte, das heißt eben 1 plus 1 ist größer 2, das ist eben keine Mathematik. Ja, prüfe deine Absichten hier gut. Lass dich mitreißen, ja, spüre das Prickeln, die Begeisterung, bring ja diese Erregung in dein Leben. Ja, es ist wirklich, du brauchst wohl einen Anstoß von außen, der dich hier ja in Wallung bringt. Raus aus dem bisherigen, ja, entweder oberflächlichen oder aus dem allgemeinen Trott, ja, in Aufruhr, im Positiven kommen. Das ist die Botschaft hier für dich, diese Bewusstseinsshift, ja. Und wenn du dich traust, ja, aus dem Oberflächlichen herauszugehen, aus dem, ja, vielleicht auch einfach gewohnten Trott, ja, dann macht dich das natürlich auch verletzlich. Aber das Risiko solltest du eben eingehen mit dieser offenen Haltung. Sonst, wie gesagt, bleibt alles unklar. Du wirst als auch, ja, vielleicht wirst du auch als langweilig dann wahrgenommen, glaube ich nicht. Aber dass dann dein Gegenüber auch vielleicht das Interesse einfach verliert. Hör auf auszuweichen, hör ja, oder beziehungsweise bekenne dich. Du willst dich eben hier nicht wirklich bekennen und findest ja immer wieder auch Erklärungen, Ausreden. Übernimm jetzt die Verantwortung für dich und deine Liebesbeziehung, statt ja oberflächlich daherzureden, leere Worte, vielleicht auch leere Worte hier von sich zu geben, leere Versprechungen zu machen, ja. Das ist alles, fühlt sich an nach einem, ja, bisschen Ablenkungsmanöver. Aber es ist, denke ich, deine, Angst, dich eben hier tiefer einzulassen, dich, eine bestehende Beziehung oder eine frische Beziehung hier zu intensivieren, unter die Oberfläche zu gehen und ja, vielleicht doch auch in länger bestehenden Beziehungen genau das gleiche Thema, hier auch ein neues Level zu finden, und gemeinsam ja auch näher zueinander zu kommen. Ja, weiche nicht mehr aus, bekenne dich, übernimm die Verantwortung für dich und deine Beziehung, lass dich erschüttern. Komm hier in dieses, ja, Prickeln, in diese Erregung, komm raus aus dem bisherigen, Gewabe, aus der scheinbaren Langeweile, ja. Und ich bin ganz dolle gespannt, was dich hier in Bewegung bringt und schalte da vielleicht auch mal deinen scheinbaren Verstand aus. Ja, nimm dieses Bild als Botschaft, als Inspirierung, als Inspiration hier für dich mit. Alles deutet darauf hin, dass aus dieser, wo hier alles schön nach der Uhr geht, ja, wo alles schön ordentlich ist, da geht es hier raus für dich. Das ist eine scheinbare Ruhe, in der du da lebst. Das ist so was, was du dir als Schutzschild irgendwo für dein Herz auch geschaffen hast. Wow. Ja, lass dich erschüttern, entfachen, anzünden, begeistern, ja, erregen, anregen, und gehe unter die Oberfläche, gehe dieses Risiko ein. Und was immer es war, dass du dich bisher eben nicht binden, nicht festbinden wolltest, schließe mit dieser Erfahrung
aus der Vergangenheit ab. Wie gesagt, es gibt immer ein Risiko, das Risiko verletzt zu werden, dass etwas nicht geht, ja. Aber es ist doch den Versuch auf jeden Fall wert. Und nur so kannst du dann auch, wenn du ehrlich zu dir bist, auch eine ehrliche Beziehung eingehen. Wow, Stapel 2. Ich wünsche dir diese Einsicht, die du hier bekommen kannst, diese Bewegung, die hier in dein Leben kommt, wenn du es hier zulässt, ja, und dich auf diesen Wandel hier einlässt. Ganz tolle Botschaft. Alles, alles Gute, alles Liebe hier für dich, Stapel 2. Ich freue mich, wenn dir diese Legung Inspiration gibt und du gerne ein Like hier lässt, einen Kommentar, ein Abo. Und in diesem Sinne denke ich an dich und wünsche dir was. Bis ganz bald. Ciao. Herzlich willkommen, Stapel 3, zu deinen Botschaften, du und die Liebe, du und dein Herzensmensch, ja, deine Liebesbeziehung aktuell, vielleicht auch aus etwas gibt es vielleicht auch aus der Vergangenheit zu lernen. Du hast dich entschieden für ja dieses Bild, das Hexagramm 28. Unter Druck heißt es in diesem Kartendeck. In der Übersetzung des Originals die kritische Masse. Ach ja, begleitet von diesem Bergkristallherz. Das bringt ja schon mal Klarheit hier. Stapel 3, du bekommst dazu Bescheidenheit, Hexagramm 15. Von den Aborigines undankbar. Das sind immer die zwei Pole von Eigenschaften, sage ich mal, undankbar und hier natürlich dankbar. Hier liegt für dich undankbar und gelassen, statt ja in so einen Handlungsdrang zu verfallen. Ja, Stapel 3. Was ist los? Irgendwas ist zu viel. Ja, der Druck in deiner Beziehung steigt. Der Druck ist sehr hoch. Hier hat sich was über die Zeit ja, zugespitzt. Wichtig ist, dass du die Gründe verstehen willst, den Sinn verstehen willst, ja. Da stürzt hier vielleicht oder ist vieles auf dich eingestürzt, wenn du eben den Grund verstehst, dann kannst du für dich einen festen Standpunkt beziehen, dich auch auf deine Widerstandskraft, Neuhochdeutsch Resilienz verlassen, was durchaus auch zur Lösung aus dieser Beziehung führen kann. Grundsätzlich könnte Rückzug empfohlen sein, eher auch hier mit der Bescheidenheit. Oder die andere Seite hier beherzt nach vorne zu gehen, um aus diesem Druck rauszukommen. Du brauchst diese Kraft der Gelassenheit auch, diese inneren Stärke, diese inneren Sicherheit,
um diese Krise hier zu bewältigen. Und du hast bestimmt schon viele Erfahrungen gemacht, hier vieles kennengelernt. Nur das ist jetzt eine Ausnahmesituation, wo du nicht weißt, was du tun sollst. Und deshalb vielleicht besser eben nicht nach vorne zu gehen, nicht in dieses Agitieren, in dieses vielleicht unüberlegte Handeln auch zu kommen, indem du vielleicht zu schnell die Beziehung zu plötzlich hier beenden willst, sondern sich hier zu besinnen auf auch hier mit dem mit der ja bei dir mangelnden Dankbarkeit, besinnen auf das, was euch verbindet, wo ihr vielleicht im Moment nicht im Austausch seid, aber eure Beziehung war ja auf jeden Fall auch mal anders. Hier ist etwas, was bisher nicht verstanden wurde, was hier jetzt hochkommt. Und ich denke, das geht in ziemlicher Ruhe ab, ja. Es ist die Kunst, hier gelassen zu bleiben, aber es ist auch wichtig für dich, dass du dankbar bist für das, für die Erfahrung, die du hier in deine Beziehung bisher gemacht hast. Nimm die sogenannten Kleinigkeiten wieder wahr. Ja, das ist vielleicht über die Zeit einfach auch verloren gegangen. Lerne eure Beziehung auch, ja, wieder schätzen. Schalte all deine Sinne vor allem wieder ein. Ja, wieder sehen, anders wahrnehmen, hören. Was sagt der andere? Was sagst du? Wie sagst du etwas? Wie, ja, kommst du rüber? Deine Haltung, deine Einstellung, die wirkt natürlich dann auch auf deine Ausstrahlung. Ja, und ich denke, das ist wichtig, hier jetzt die, ich sag mal, Haltung zu bewahren. Und wie gesagt, hier nicht zu vergessen, was euch verbunden hat, was euch auch ja zusammen irgendwo ausmacht. Und zusammen hier mit der Bescheidenheit und diesem mit dieser gelassenen Haltung heißt es auch, vereinfache die Dinge. Vielleicht ist hier vieles verkompliziert worden über die Zeit in eurer Beziehung und mit dieser Modestie, Bescheidenheit, man kann auch sagen eben Gewöhnlichkeit, geht es darum, hier alles Komplizierte wegzulassen. Auch ja, dem alten abgestandenen, sage ich mal, Gedanken gut hier keinen Raum mehr zu geben. Ja, Stapel 3, nicht ganz einfach, wenn man hier ja die kritische Masse erreicht hat, aber verstehe den Urgrund, ja, was euch dahin gebracht hat, verlasse dich ja auf deine Widerstandskraft, erkenne eben aber auch all die guten Sachen, die positiven Dinge, die eure Beziehung ausmachen oder auch ausgemacht haben, was eben ein bisschen hier verloren gegangen ist. Vielleicht ist es auch gut für dich, hier jemand um Hilfe zu bitten in dieser ja schon Ausnahmesituation. Aber achte sehr darauf, mit wem du dich hier dann zusammentust und hüte dich vor Ratschlägen.
steckt das Wort Schlag auch drin. Und manches mag dann gut gemeint sein, aber das Gegenteil von gut ist ja meistens auch gut gemeint. Ja, was ich meine, was gut für dich ist, das musst du noch lange nicht so sehen. Ja, etwas Unverstandenes darf hier hochkommen, sich entfalten, und dann ist es auch möglich, in diese Beziehung wieder zu wachsen, wenn man hier aus dieser Krisenzeit, aus dieser großen Belastung hier herauskommt. Ja, bleibe hier bei dir, bleibe stark, und wenn du keinen anderen Ausweg siehst, dann bleibt schon die Lösung aus der Beziehung, zumindest wie es in der jetzigen Form ist. Vielleicht brauchst du auch Abstand. Das würde vielleicht auch mal heißen, ein paar Tage zum Beispiel allein zu verreisen oder sowas, ja. Aber erinnere dich auch an das Positive, und es ist jetzt keine Zeit, etwas zu entscheiden, denke ich. Ja, sehe ich noch nicht, dieses eben ins Agieren, ins Handeln zu kommen. Aber wenn du erstmal hier deine Sinne eben wieder spürst, wenn du alles mal wieder wahrnimmst, schon dadurch kann ja, wird sich etwas verändern, weil sich dein Blick, deine Haltung, deine Einstellung ändert. Hui, Stapel 3. Nicht ganz ohne hier, aber wie immer, und dafür machen wir das hier mit dem Kartenlegen, lass dich hier ermutigen von diesen Botschaften, und keep it simple. Möglichst einfach mal allen unnötiges rundherum weglassen. Ja, wow. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute für dich, die Liebe, deine Liebesbeziehung. Wenn dir meine Legung hier gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du ein Like hier lässt, einen Kommentar, ein Abo. Und in diesem Sinne denke ich an dich und wünsche dir was. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Hallo, Stapel 4 zu deinen Botschaften der Liebe, du und die Liebe, du und dein Herzensmensch. Du hast dich für das Hexagramm 23 entschieden. Hier heißt es The Wear and Tear of Time. Ich kann das schwer übersetzen. Für mich hört sich das so ein bisschen an, wie ein bisschen abgewetzt, ein bisschen abgetragen, ja. In der originalen Übersetzung heißt es die Verschlechterung und sogar die Zersplitterung. Da ist das Herz hier irgendwie so ein bisschen eingeschlossen in diesem Baum. Du bekommst Stapel 4. Ha! Ja. Die jugendliche Ungestüm, Youthful Folly. Das jugendliche Verrücktsein, so als Gegenpol zu dieser Situation, da braucht es Leichtigkeit. Du bekommst Hoffnung, wir haben immer die Pole Hoffnung und hier die Hoffnungslosigkeit, so liegt die Karte, und du bekommst beschämt gegenüber Stolz. Ja, diese Verbindung, deine Liebesverbindung, da ist vielleicht die Kommunikation schwierig bzw. schwer. Vielleicht gibt es Missverständnisse. Und dass du oder dass ihr wieder die Leichtigkeit hier spüren könnt, die eure
Beziehung schon ausgemacht hat, das Impulsive, auch ja, das Unreife. Hier ist vielleicht alles ein bisschen zu fest, zu, wie soll ich sagen, der Weg so zu sehr vorgeschrieben, ja, was so als nächstes kommt. Da kommt dann vielleicht auch ein bisschen, ja, Langeweile eben auf und ja, durchaus auch eine, dass man sich hier ein bisschen sehr nebeneinander herlebt. Ja, hier heißt es Hoffnung, es besteht Hoffnung. Optimismus ist nötig für dich und deine Beziehung. Vielleicht bist auch du der oder diejenige, der hier mal neue Anstöße reinbringt. Sagt hier, wir unternehmen im wahrsten Sinne des Wortes mal was ganz anderes. Also aus dem Hamsterrad der Beziehung hier rauszukommen, ist auch die Botschaft. Was macht dieses, ja, diesen Stillstand, sag ich mal, aus, dieses Abgetragene, da schaut man nicht mehr so aufeinander. Vielleicht ist man zwischen entmutigt, bedrückt oder sogar ja niedergeschlagen. Ja, wie schwer wiegt das hier bei dir? Welche Fehler wurden vielleicht auch in dieser Beziehung gemacht? Ja, Fehler sage ich immer in Anführungszeichen, weil hier geht es darum, auch Fehler, vermeintliche Fehler zu vergeben, sich selbst zu vergeben, aber natürlich auch dem anderen, auch aus Schuldgefühlen rauszukommen. Vielleicht gibt es auch hier dieses Gefühl, Mensch, ich habt oder wir haben das mit der Beziehung nicht so geschafft, ja. Aber für wen oder was lohnt es sich zu kämpfen für dich? Das wirst du eben nur herausfinden, wenn du ja vielleicht auch mal was Verrücktes machst. Einen ganz verrückten Impuls hier zum Beispiel setzt. Ja, wie gesagt, Optimismus braucht es. Und einer muss hier vielleicht diesen ersten Impuls mal setzen für was Neues. Und ich bin schon der Meinung, dass du das bist. Und was immer ihr hier emotional in der letzten Zeit, in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht Jahren hier, wo ihr euch verstrickt habt, ja, gilt es diese emotionalen Anhaftungen ja abzustreifen. Das war noch nie einfach. Setzt hier mal alles, ich sag mal, negative, emotionale Gepäck ab. Ja. Tanz auf dem Seil, ja, natürlich verrückt, natürlich ein Risiko, aber es braucht, denke ich, diese Bewegung, die hier in diese, in eure Beziehung wieder hineinkommen sollte. Und da, ja, muss mal eine die Führung übernehmen. Ja, sonst, wenn man hier in diesem sicheren Gefilde bleibt, dann scheinbar sicheren, dann kommt es möglicherweise zu weiterer oder überhaupt zu Verschlechterung. Ja, dann ja, lebt man sich auseinander. Es geht darum, wieder auch in die Kommunikation zu kommen, in die Leichtigkeit, ja, in die Jugendlichkeit, in dieses jugendlich Verrückte auch in dieses großzügig sein, dem anderen helfen. Wenn ihr durch diese Phase eurer Beziehung seid, durch dieses eben bisschen abgewetzte, dieses abgetragene, ja, wenn ihr wieder in das Frische hier kommt, in das Junge, in das Jugendliche, dann wird nach dieser Phase die Beziehung ja gestärkt hervorgehen. Ja, vergebt euch die
vergangenen Fehler, vergebt euch auch Schuldzuweisungen, das kann es natürlich auch sein. Ja, und schau hin, frage dich, ob eben die Beziehung so wichtig für dich ist, dann konzentriere dich darauf, lasse dich auch nicht von außen beeinflussen. Da kommt vielleicht auch von außen immer wieder Druck oder zumindest Irritation, ja. Eben dieser Anspruch von anderen vielleicht, die hier vorgeben, wie Beziehung ja auszusehen hat, ja, nicht unbedingt zu sein. Wichtig ist, was ist eure Beziehung? Und da ist es ja egal, was andere denken, was andere wollen oder wie das überhaupt aussehen soll, ja. Sondern ja, eben konzentrieren auf dich und deinen Herzensmenschen, Festgefahrenes hier mal auflockern, ja. Und ja, so mit diesen ja auch emotionalen Gepäck absetzen, eben wieder in Bewegung zu kommen, Fortschritte zu machen, auch wenn man ja hier vom Seil fallen kann. Ist bestimmt ein Netz unten drunter. Ja, ein harmonisches Gleichgewicht zwischen euch, das ist das Ziel, wieder in Kommunikation zu kommen, sich auch wieder verstehen zu wollen. Und da hilft eben vor allem deine Einstellung und dass du hier dich fragst, lohnt es sich hier zu kämpfen, sag ich mal, ja, und dass du eben einen Impuls oder Impulse in diese Beziehung setzt. Ja, da ist viel, sehe ich diesen Berg viel aufgelaufen und die Liebe ist ein bisschen in den ja, Hintergrund geraten. Ja, aber das kann jetzt eben neu belebt werden und du bist für mich hier derjenige, der das in Bewegung bringen kann. Und was immer war, ja, bitte keine Vorwürfe mehr, keine Schuldgefühle, keine Schuldzuweisungen, ja, eben dieses ganze emotionale Gepäck, diese Anhaftung jetzt abstreifen und aus dem Stillstand rauszukommen. Da ist eben Optimismus nötig, aber auch Mut, ja, und auch das Vertrauen hier in das Neue, in das Lernen, ja. Ihr kommt, wie gesagt, könnt dann in eine, nach dieser, ich nenne es schon mal Krise, die vielleicht nicht so offensichtlich ist, eben in eine ganz neue Phase eurer Beziehung hier kommen. Ja, raus aus dem abgewetzten alten The Wear and Tear of Time Stapel 4. Ich wünsche dir alles, alles Gute für dich, die Liebe, deine Liebesbeziehung, deinen Herzensmenschen. Freue mich, wenn du mir ein Like hier lässt, ein Abo, einen Kommentar, wenn diese Legung dich inspiriert. Und in diesem Sinne denke ich an dich und wünsche dir was. Bis bald. Ciao, ciao.